Mein Name ist Dr. Astrid Freisen. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich kenne psychische Erkrankungen aber auch von einer anderen Perspektive, weil bei mir selbst 2010 eine bipolare Störung diagnostiziert worden ist. 2006 hatte ich eine so schwere depressive Episode, dass ich stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Damals war es aber noch so, dass ich davon ausgegangen bin, eine rein depressive Erkrankung zu haben. Das hat sich 2010 geändert, als dann erstmals manische Symptome aufgetreten sind. Das heißt, ich habe viel Geld ausgegeben, ich habe eine endlose Energie gehabt, ich habe keinen Schlaf gebraucht, ich war permanent unterwegs und bin dann auch ein bisschen größenwahnsinnig geworden, Regeln, die für andere galten, galten für mich nicht. Und irgendwann wurde dann dieser Zustand so schlimm, dass ich wieder in eine psychiatrische Klinik gekommen bin. Und dort wurde dann die Diagnose einer bipolaren Störung gestellt. Es war für mich extrem schwierig, die Diagnose einer bipolaren Störung zu akzeptieren. Und ich habe mich nach der Episode erstmal extrem geschämt dafür, für die Dinge, die ich gemacht habe. Wenn mein Buch dem einen oder anderen helfen kann, sich Selbsthilfe zu holen, ich denke, dann habe ich ein ganz gutes Ziel erreicht.